Tagen, da verloren sie mit 78 zu 86. Und zwar genau gegen denselben Gegner von heute, gegen die USA. Der Coach der Sowjetunion ist Jewgeni Gomelski. Hier haben wir ihn, der Bruder des Basketballdenkmals, Alexander Gomelski. Etwas mehr als 5 Minuten sind in der ersten Hälfte vorüber. 3 Punkte Vorsprung für den Weltmeister. Die USA führen mit 10 zu 7. Katrina McLean und Teresa Edwards, das 12 zu 7. 6 Punkte hat sie bisher gemacht. Teresa Edwards mit der Nummer 4. Das ist eine relativ komfortable Führung jetzt. 5 Punkte. Zu Beginn der Partie waren es mal 4 Punkte Rückstand für die Amerikanerinnen. Spielaufbau, Svetlana Kuznetsova. Der Ballverlust, schön geblockt von Dixon. Und vor dem Wurf war das, ja, das Foul war vor dem Wurf. Foul an Katrina McLean durch Irina Cevco. Hier sehen wir jetzt allerdings noch einmal die Wiederholung des Korbs zum 12 zu 7 von Teresa Edwards. Und das die Wiederholung der vorangegangenen Szene, der Ballverlust der Sowjetunion durch den Block von Dixon, das Fastbreak der Amerikanerinnen und hier war das Foul von Cevco. Die Einbindung sagt es, 12 zu 3 Punkte haben die Amerikanerinnen in den letzten 3,5 Minuten gemacht. Ein Zeichen der Überlegenheit der Gastgeber in dieser Phase des Spiels. Jetzt müssen wir noch etwas warten, da läuft wohl noch die letzte Werbung im amerikanischen Fernsehen. So, jetzt geht's weiter. Ein Wurf von der Seite für die Amerikanerinnen da, wie gesagt, das Foul vor dem Wurf war. Die Sowjetunion enttäuschte ja bei der WM in Malaysia. Dort wurden sie nur Sechste. Im letzten Jahr lief es besser bei der Europameisterschaft, der EM also. Dort holte man den Titel. Medina Dixon, schöner Sprungwurf, 14 zu 7. Auch sie hat jetzt 6 Punkte gemacht, wie ihre Teamkameradin, wie Teresa Edwards. Die Damen aus der Sowjetunion dominierten einmal das internationale Geschehen im Basketball bis etwa 1986. Dort verloren sie dann im WM-Finale gegen die USA. Foul hier von Ricky Bullitt an der Nummer 14, Sasulskaya. Sie verloren also das WM-Finale gegen die USA und seitdem sind die Amerikanerinnen die Nummer 1 bei den Damen. Erster Freiwurf verwandelt, 8 zu 14. 20 Jahre ist sie jung, kommt aus Leningrad, 1,88 groß. Auf der zweite Sitz, 9 zu 14. Eine Ermahnung gibt das an die Nummer 12 der Amerikanerinnen, das ist Katrina McLean, wegen einer Rangelei nach der Ausführung des zweiten Freiwurfs. 14 zu 9, 5 Punkte Vorsprung, 13 Minuten und 20 noch zu spielen in dieser ersten Hälfte. Jennifer Essy fällt da fast wie vom Blitz getroffen und der Wurf von Dixon, der ist drin. Und es gibt noch einen Freiwurf, weil sie während des Wurfs gefoult wurde. 2 Punkte also hier zum 16 zu 9 und nachher noch die Chance, einen weiteren Punkt zu erzielen. Hier die Wiederholung. Medina Dixon, schöne Aktion von ihr. Und das Foul von der Nummer 9, Tatschenko. Hier links nochmal zu sehen, wie Jennifer Essy zu Boden gestoßen wurde und der Korb. Rebound, USA, Vicky Bullitt. Ein Foul hier gegen die Nummer 10 der UdSSR, gegen Irina Mink. Das ist ein Dreier, der sitzt. Jennifer Essy, 19 zu 9 für die USA. Der Vorsprung wächst, 10 Punkte jetzt. Durch diesen wunderschönen Dreier von Jennifer Essy. Luna Jans, Centerspielerin, setzt sich da durch. Rebound, Katrina McLean. Und das Break. Dixon. Foul gegen Irina Mink. Der Schiedsrichter sagt, sie hat gestoßen. Das zweite persönliche Foul für die Spielerin aus der UdSSR. Hier die Wiederholung des Dreiers von Jennifer Essy. Der saß.
Ein Feldkorb hat die Sowjetunion in den letzten 4 Minuten nur erzielt. Das spricht für die Amerikanerinnen, die das Spiel jetzt beherrschen. Das war leider nichts, dieser Freiwurf von Teresa Edwards. Es bleibt beim 19:9 und Ballbesitz für die Sowjetunion. Irina Sumnikova ist das. Da trifft sie. Endlich wieder ein Feldkorb für die UdSSR. 11:19. 4 Punkte hat sie bisher gemacht. Irina Sumnikova. Edwards. Jennifer Elsie. Schaut da, wen sie anspielen kann. Fordert ihre Mitspielerinnen. Und probiert es alleine. Pech gehabt. Der Rebound durch Sumnikova. Und die Chance für die Damen aus der Sowjetunion, den Rückstand auf 6 oder 5 Punkte zu verkürzen, je nachdem, ob es ein Zweier oder ein Dreier wird. Jetzt wäre es ein Dreier. Der kommt. 14:19. Irina Sumnikova. 5 Punkte nur noch der Rückstand. Es sieht wieder etwas besser aus für die UdSSR. 11:25 in der ersten Hälfte noch zu gehen. Einwurf für die USA, während wir hier die Wiederholung nochmal sehen. Jetzt wäre es ein Zweier, da geht sie aus der 6,25 Meter Zone hinaus und erzielt so 3 Punkte für ihre Mannschaft. Beide jeweils mit einem Versuch, beide Mannschaften erfolgreich, die Statistik hier eben bei den Dreierwürfen. Also bisher 100% auf beide Seiten. Ballverlust USA und wieder die Gelegenheit für die Sowjets noch näher ranzukommen. Mink, Udachowa, da ist es passiert. 16:19. Die Sowjets sind wieder dran. Sekunden jetzt noch. Rechts unten ist es eingeblendet. Der Vorsprung der Amerikanerinnen hat sich wieder vergrößert. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte steht es 41:33. 8 Punkte liegen sie wieder vorn, die Damen aus den USA. Ballbesitz jetzt UdSSR. Aber wahrscheinlich wird die Mannschaft der Sowjetunion mit einem Rückstand in die Pause gehen. Denn in dieser kurzen Zeit ist das nicht mehr aufzuholen. Moskowaja. Rebound. Vereinigte Staaten von Amerika. Aber Einwurf gibt das hier für die USA. Also zuletzt berührt von einer gegnerischen Spielerin. 16 Sekunden. Die werden jetzt sicherlich ausgespielt, also erst kurz vor der Sirene wird eine Amerikanerin versuchen zu werfen. Fast selbst ausgespielt hat sich da Dixon. McLean, Korbleger, 3 Sekunden vor der Pause, das 43:33. Und jetzt ist die Pausensirene da. 10 Punkte Vorsprung also zur Halbzeit. Das sieht gut aus für den Weltmeister. Katrina McLean an den hinteren Rand des Rings, Ballbesitz Sowjetunion. Die immer noch gut mitspielt. Die Partie noch nicht endgültig aufgegeben. 2,5 Minuten etwa bleiben noch, um vielleicht doch noch das Unmögliche hier möglich zu machen. Elena Kudatschowa, Centerspielerin, schön gemacht. Die nächsten 2 Punkte, 82:65. 17 Punkte noch der Rückstand. 2 Minuten und 9 jetzt genau noch zu spielen. Doppeldribbel. Hat der Schiedsrichter gegen Jennifer Essie. Sie glaubt es nicht ganz, aber die Entscheidung ist gefallen. Ballbesitz Sowjetunion. Die letzten 2 Minuten werden angekündigt vom Hallensprecher. Schöne Ballstaffette, aber der Korb zählt nicht. Jelena Kudatschowa stand da länger als 3 Sekunden in der gegnerischen Zone unter dem Korb und das ist verboten. So, jetzt bricht das große Wechselfieber hier aus bei den USA. Dixon, Edwards und wer noch, Essie ist dabei, gehen freiwillig, muss man dazu sagen, raus. Coach Teresa Grenz lässt die Spielerinnen von der Bank ins Spiel. Vicky Hall, Caroline Jones und Lynette Woodard kommen rein. Auch sie sollen ihren Anteil am wahrscheinlichen Erfolg noch haben. 1:50 zu spielen, 17 Punkte Vorsprung, 82:65 für die USA. Fehlpass. Break der UdSSR. Zasulskaya, Schrittfehler. Ja. Schrittfehler erkannt und gepfiffen. Ballbesitz für die Amerikanerin.
Vicky Hall, eine der Auswechselspielerinnen. Der 15 Caroline Jones, für sie gilt dasselbe. Da ist sie wieder, sie versucht. Gut geblockt von Natalia Zasulskaya. Einwurf, USA. Vicky Hall. Jones bietet sich an, hat den Ball. Buderat. Kommt nicht unter den Korb. Nochmal Vicky Hall. Offensivfoul wird gegeben. Der Korb hätte also nicht gezählt, wenn er denn erzielt worden wäre. Offensivfoul, also Foul der Angreiferin. Das gibt Einwurf an der Seitenauslinie für die Sowjetunion. Noch eine Minute jetzt, die letzte Minute des Finales um die Goldmedaille. Und diese Trophäe, diese Medaille ist praktisch vergeben. 17 Punkte kann man in 60 Sekunden kaum noch aufholen. Aber sie spielen weiter tapfer mit. Respekt, fast hier noch ein Korb. Rebound auf jeden Fall gesichert. Kuznetsova. Foul von Caroline Jones mit der 15. Ja, betrübte Gesichter auf der Bank der Sowjetunion. Was kann man anderes erwarten? Und hier der Gegensatz, locker gelöst. Die Amerikanerinnen haben da anscheinend schon ihre Siegermützen aus den Taschen geholt. Freiwurf jetzt. One and one. 1 plus 1 für Irina Mick. 1,81 Meter groß, 25 Jahre. Erzielt den Punkt zum 82:66. Sie hat noch einen Bonuswurf, weil sie den ersten getroffen hat. Der sitzt 82:67. Vicky Orr. Nochmal. Vielleicht klappt es jetzt. Rebound Sowjetunion. Und das Fastbreak. Ja, da wirft sie und trifft. Ist das zu fassen? Ein sensationeller Dreier von Irina Shevchuk. Das waren gut und gerne 12 Meter. 6,25 Meter müssen es nur sein. Und sie probiert es einfach knapp hinter der Mittellinie. Und es gelingt. Ein toller Korb zum 82:70. 4 Sekunden sind jetzt noch zu spielen. Einwurf für die Sowjetunion. Kurz vor der Schlüsselbank. Mink, Zasulskaya, zu kurz. Und das Spiel ist aus. Zum zweiten Mal besiegen die Vereinigten Staaten von Amerika die UdSSR bei diesen Goodwill Games. Diesmal mit 82:70. Und damit holt sich das US-Team die Goldmedaille. Ein weiterer großer Triumph nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Malaysia vor 3 Wochen. Die US-Girls haben hier eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie mit großem Abstand, mit sehr großem Abstand, die Nummer 1 der Welt im Damenbasketball sind. Gold an die USA, Silber für die Sowjetunion.